Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul. Ja, was soll ich sagen? Ich war bei DM und habe viele Sachen entdeckt. Ja, ich mache einen kleinen Haul. Wie gesagt, nur einen kleinen Haul, da ich nicht zu viel gekauft habe, aber schon ein paar interessante Produkte. Und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Es ist nicht alles für mich. Ich habe auch noch ein paar Sachen für jemand anderes gekauft, die ich dann weiterschicken werde. Deswegen, ja. Was ich aber auf jeden Fall gekauft habe für mich, für uns, neue Taschentücher. Wir brauchten wieder welche. Und da habe ich die hier entdeckt. Fand ich irgendwie total süß mit den verschiedenen Katzen drauf. Und deswegen habe ich die mitgenommen. Ja, hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, ich glaube, innen drin sind die, glaube ich, nicht bedruckt. Ich denke, das ist nur außen die Verpackung, die bedruckt ist. Ich weiß es aber nicht genau. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber ich bin mir nicht sicher. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann brauchten wir wieder Tempo-Boxen. Da habe ich ein paar verschiedene Designs mitgenommen. Eins schmeiße ich schon mal rum. Ja. Ach, ist aber auch im Prinzip egal, was da drauf ist, finde ich jedenfalls. Habe jetzt einfach drei oben weggegriffen und die waren alle so eher ein bisschen weiblich angehaucht. Dann zum Verschicken habe ich noch mitgenommen das hier, ein Apfelshampoo, und das riecht ja so gut. Wenn ich irgendwann mal nur noch 3-4 Shampoos zu Hause habe, dann werde ich mir das auch kaufen. Ob es das dann noch gibt, weiß ich allerdings nicht. Aber das riecht richtig gut nach grünem Apfel. Tolles Produkt. Und dann die hier, eine Handschuhmaske. Das ist nichts für mich, aber ja, werde ich weiterschicken. Mit Matcha und Granatapfelextrakt. Das ist ja jetzt limitiert, gibt es in so einem Extra-Aufsteller. Ich habe nur den ganz neuesten Aufsteller mit diesen verschiedenen Produkten, wo es eine Seife, Bodylotion, Duschgel, das gibt es ja alles jedes Jahr, und eine Tuchmaske mit so verschiedenen süßen Tierbildern. Ich weiß, ich wollte was anderes sagen. Ich weiß aber, ich komme nicht mehr drauf. Oh, Kaffee, wo bist du, mein bester Freund heute? Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was ich meine. Oh mein Gott, Leute, ist das letzte Video für heute und da muss ich schneiden. Na, herzlichen Glückwunsch, das kann was geben. Dann habe ich noch von diesen hier ein paar mitgenommen. Die zwei sind für mich, eine zum Verschicken. Aber weil ich ein Maskenvideo machen möchte und... Okay, vielleicht doch nicht das letzte Video für heute. Nein, ich... Oder? Nein, ich heute nicht mehr. Vielleicht. Eine werde ich machen und eine werde ich dann in dem Video verlosen, weil das ist eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob da jeder drankommt, und das sieht so, so schön aus. Und deswegen werde ich die dann in dem Maskenvideo verlosen, wenn ich mir bis dahin nicht die Augen damit ausgestochen habe. Oh, was ist das, Leute? Für meinen Mann Listerine hat er sich wieder gewünscht. Ey, das ist ja so teuer. 4 Euro so ein Ding. Aber gut, was willst du machen? Er hat sich das gewünscht, dann habe ich es gekauft. Ja, komm, ist doch egal. Ein Zahnpflegeprodukt soll er sich mal wünschen. Aber es ist schon teuer, wenn ich mir das überlege, für so eine Flasche hier, 600 Milliliter, 4 Euro. Die waren doch früher nicht so teuer, oder? Früher habe ich die auch immer gekauft, aber da hat das doch nicht 4 Euro gekostet. Überlegt euch das mal. Schon viel. Aber was soll's. Dann gab es, weiß ich nicht, sieht auf jeden Fall so aus, reduziert Erdbeer-Hafer-Cookies. Finde ich irgendwie, klingt total lecker. Teig für 12 Cookies, so rum. Man muss noch 50 Milliliter Milch und 100 Gramm weiche Butter hinzufügen. Ja, wollte ich mal mit der Kleinen machen zusammen. Und dann, das werde ich aber alleine machen, weil das ein bisschen aufwendiger ist, Karotten-Ingwer-Cupcakes mit Zitronentopping.
Finde ich spannend, sieht so lecker aus. Und das werde ich auf jeden Fall auch demnächst mal ausprobieren. Ja, bitte. Ich drehe ein Video, wenn die Tür zu ist. Warum ist das jetzt hier das neue Studio hier oder was in der Küche? Ja. Dann habe ich noch mitgenommen Rohrax, die Bio-Power-Lösung. Braucht man halt einfach. Und ja, das haben wir eigentlich immer da und das habe ich jetzt einfach wieder nachgekauft. Das ist nicht so teuer und das ist auch gut. Ja, und ich nehme halt immer diese Bio-Variante, weil ich mir irgendwie einbilde, dass das dann besser ist. Ob das so ist, kann ich leider nicht nachverfolgen. Dann, ja, wie gesagt, es ist nicht so viel, habe ich noch mitgenommen, die neue Maske hier. Und da gibt es ja jetzt auch ein Duschgel, ein Shampoo und noch irgendwas. Ich glaube, Reinigungstücher habe ich aber noch genug da und verwende ich auch fast gar nicht mehr. Und ich habe an dem Duschgel gerochen und das fand ich irgendwie nicht so spannend. Deswegen habe ich mir jetzt nur die Maske mitgenommen und auch einmal zum Verschicken. Dann irgendwie nochmal die. Okay. Dann Augenpads, diese beiden. Und wenn ihr irgendwas auch noch in einem Maskenvideo sehen wollt, außer diese Maske hier, weil die mache ich auf jeden Fall, weil ich ja auch eine verlosen möchte, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, dann habe ich halt noch diese beiden Augenmasken hier mitgenommen. Vitamin-Hydrogel-Augenmaske mit Matcha und Granatapfelextrakt und Hyaluron. Und dann noch die Augenmaske mit Avocado, Mango-Extrakt und Hyaluron. Fand ich beide sehr spannend. Und die haben auch 1,75 gekostet. Das finde ich jetzt schon ein bisschen teurer. Aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Deswegen einmal mitgenommen und auch einmal zum Verschicken. Und diese beiden auch. Das ist die Hydrogel-Gesichtsmaske. Ja, eben passend zur Augenmaske. Und ich schätze, dass da auch ziemlich viel Serum drin sein wird. Und ich glaube, die hat so circa 2 Euro gekostet, meine ich. Aber sieht sehr, sehr schön aus. Hat mich interessiert und ich mag super gerne Hydrogel-Gesichtsmasken. Ich finde die total angenehm. Und ja, deswegen noch die Variante hier mit Mango. Und das war's. Oh mein Gott, das war jetzt ja wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Mini-Haul. Habe ich euch noch was zu berichten? Nein. Dann gucke ich jetzt mal, ob die bedruckt sind. Jetzt haben wir ja noch Zeit. Also, hier habe ich ein Päckchen. Oh, die sieht ja süß aus. Ich glaube aber, die sind nicht... Nein, sind nicht bedruckt. Okay, dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Hätten wir das Mysterium auch geklärt... Aber die waren auch nicht so teuer, deswegen habe ich mir das schon gedacht, dass die nicht bedruckt sind. Ja, das war's jetzt mit dem Video. Wie gesagt, ich wollte euch die Sachen nicht vorenthalten. Und schaut noch in die anderen Videos mit rein. Da mache ich nämlich zurzeit ziemlich viele Verlosungen, weil wir 8200 Abonnenten geknackt haben. Und ich werde das jetzt immer in 100er Etappen machen. Deswegen, ja, seid gespannt, macht fleißig mit. Und dann kann meine ganze Verlosungskiste langsam leer werden und ja, für einen anderen Zweck genutzt werden, weil ich immer rechtzeitig die Verlosung jetzt machen möchte. Am meisten freue ich mich darüber. Ich wollte jetzt auch einen Karottenkuchen demnächst machen. Irgendwie habe ich da total Lust drauf bekommen. Ja, wenn ihr es schon mal ausprobiert habt und habt ein gutes Rezept, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.